Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video ein nicht ganz unwichtiges Thema tatsächlich. Und zwar geht es ums Thema Fettpressen. Ja, und ich war nämlich, kleine Vorgeschichte, ich war bei Johann wegen der Deichsel und habe die damals geholt. Und da hatten wir es über Fettpressen, Abschmieren hin und her. Und da hat er gesagt, ich habe eine mit Akku. Ich denke, ja, aber die Dinger sind so schweineteuer und ne, ich finde das eigentlich auch ganz geil, aber... Nee, sagt er, mit Akkuschrauber. Hä, sag ich, wie? Ja, da kannst du einen Akkuschrauber reinmachen. Ich mir das angeguckt, ich denke, das ist ja geil. Ich so, weißt du was, kaufe ich mir auch und zeige ich meinen Zuschauern. So, gesagt, getan. Ich habe ja im Q&A erzählt, dass ich nichts von Makita habe. Premiere, das erste Mal was von Makita. Und zwar eine Makita Fettpresse mit Akkuschrauberantrieb. Kennt vielleicht von euch auch die wenigsten, genauso wie ich, kannte es ja vorher auch nicht. Und ich würde sagen, das Ding testen wir heute mal. Ich habe nämlich zum Vergleich meine anderen beiden Varianten am Start. Einmal die ganz normale Fettpresse, wie man sie halt kennt. Zweihand-Fettpresse habe ich ein bisschen gepimpt, zeige ich euch gleich auch nochmal. Und zwar auch ganz geil, hier ist so eine Klemme dran, da kannst du dann halt auf den Schmiernippel draufklemmen. Diese hier, Einhand-Fettpresse, ganz normaler Kopf zum Draufdrücken und halt diese Grease Gun von Makita. Gucken wir mal kurz, was da drin ist. Hier so ein Schläuchlein mit Adapter und eine Klemme und die Fettpresse selber. Ausgepackt sieht das Ganze dann so aus und dann bin ich mal gespannt, wie die sich so macht. Hier ist ein Antrieb, ganz normal für Akkuschrauber dran. Also sprich ein ganz normaler Bitsatzantrieb. Da würde ich sagen, ah ja genau, zum Thema Fett kann ich noch was sagen. Ganz normal von Ravenol, seht ihr sogar, ganz billig, 1,99 mal gekostet. Mehrzweckfett fahre ich ganz gut mit. Minus 30 bis 120 Grad geeignet. Habe ich hier auch drin. Hier ist so ein spezielles drin. Ich glaube, da habe ich sogar noch eine Dose von. Genau, das von IWTEC Extrem Schmierfett Plus. Teilsynthetisch, soll der Hammer sein. Seht ihr jetzt auch schon, bin ich nicht zufrieden mit. Tatsächlich nicht. Weil, wenn das ein bisschen wärmer ist, dann verflüssigt sich das. Ohne Witz, Leute, ohne Witz. Das läuft hier unten flüssig. Ich habe es jetzt gerade sauber gemacht. Ich läuft hier unten flüssig raus. Und ihr seht es ja hier auch schon. Das war ganz normal in meiner Werkstatt. Und in meiner Werkstatt da im Haus, da wird es nicht wärmer wie 25 Grad. Und selbst da läuft das schon aus der Kartusche raus. Also, ne, ich meine, das Fett kann ja so sein, wie es will, aber, oder so gut sein, wie es will, aber wenn es verflüssigt und die ganze Zeit da rumsuppt, da bin ich kein Fan von. Also das Zeug kann ich echt nicht empfehlen. Da lobe ich mir mein billig Ravenol Mehrzweckfett 1,99. Das bleibt wenigstens in der Kartusche. Ist ja auch schon mal was wert. So. Dann würde ich sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn sich das verflüssigt in ein Lager und man auf dem Feld ist und da die Sonne ein bisschen drauf scheint und das im Sommer warm ist. Ja, das läuft ja alles aus dem Trecker raus. Das ist doch eigentlich scheiße, oder? Gut, ich würde sagen, ich baue mal kurz die Fettpresse zusammen und dann schauen wir mal, wie das Ding wohl abgeht. Ich bin echt gespannt. Ich habe übrigens dafür so einen hier billigen, meinen alten AEG-Akkuschrauber. Ja, Johann hatte da auch so einen ganz billigen 12-Volt-Akkuschrauber für. Von Einhell gibt es zum Beispiel auch so den günstigsten in dem Ökosystem, kostet glaube ich, weiß nicht, 28 Euro oder so. Und der hier ist ja auch ja, alt, der reicht für sowas ja vollkommen. Bin ich mal gespannt, ob der da reinpasst. Ja, aber das sehen wir jetzt. So, das waren jetzt, ich will nicht viel sagen, 5 Minuten, ganze Geschichte zusammengebaut. Den Schlauch hier schön festdrehen, ne? Sonst drückt hier das Fett raus, man kennt das Problem ja. Und ja, das Ganze ist ganz handlich. Also auch nicht irgendwie besonders schwer oder so. Also nicht. 2 Kilo? Keine Ahnung. So, und jetzt durch den... das Einzige, was mir auf den Sack geht, ist die Kappe hier. Ich glaube, die fliegt als erstes weg, weil die hängt eh nur im Fett rum. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Die kann man dann später auch immer noch so drauf machen, aber die nervt. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob da jetzt was kommt oder nicht. Aber man hört schon was. Das ist wie gesagt gerade neu, noch nicht benutzt. Ja, guck, da kommt es schon raus. Ja, jetzt hat sie es. Ja. Thank you.
Das ist Vollgas, ne? Mehr kann der Akkuschrauber nicht. Auf Stufe 2. So, nun können wir mal im Vergleich die anderen mal probieren. Das ist jetzt die ganz normale herkömmliche Pumpe hier. Ja. Also die macht pro Hub gefühlt mehr, aber dadurch, dass das natürlich elektrisch geht. So, und hier ist die Einhandpumpe, die macht natürlich bekanntlich nicht so viel. Obwohl doch, geht auch. Ja. Da sieht man übrigens auch nochmal schön das Fett. Dass dieses andere Fett drin ist. Aber hier hat man halt den Vorteil, dass man so, ja, einhändig ist. Dann probieren wir das doch direkt mal in der Praxis aus. Ja. Satan, der ist aber auch bissig, du. Oh. Oh, ich gehe wieder ab. So. Aber er klebt wenigstens nicht, ne? Ah, zu früh gefreut. Ja, so. Immer wieder gerne gesehen hier unten in den Achsschenkeln. Da pumpst du nämlich auch sonst immer gut, eine Zeit lang. Aber so richtig interessant wird es ja bei solchen Assi-Stellen hier. Komm schon das Fett raus. Ja. Aber der olle Nippel vorne, Satan, der ist echt noch bissig. Gut, das ist nämlich auch ganz wichtig, dass ihr das Lager schmiert, das Pendellager. Das ist nämlich teuer. So, Vorderachse hier vorne. Und hier hinten sind auch noch ganz, ganz viele Nippelchen. Zum Beispiel er hier. Ach, da kommt schon raus. Diese hier, die hier sind nämlich immer relativ störrisch. Die brauchen immer relativ viel Kraft. Ich habe Besuch. Moin, hallo. André ist da. Ich habe gerade André. André ist übrigens Makita, der hat alles von Makita. Ja. André, fast alles. Hast du einen Schlüpfer von Makita? Nee. Noch nicht ganz. Wenn jemand Schlüpfer von Makita hat, könnt ihr gerne André spenden. Nee. Und habe ich ihn gerade gezeigt, aber sagst du? Ist super. Habe ich noch nie gesehen, aber das finde ich gut. Ja, vor allem, weil du tatsächlich ja günstig, ne? Also, ja, ne? Die anderen Dinger kosten ja. Habe ich aber auch noch nie in Kataloch und hast noch nie gesehen. Das ist mir neu. Siehst du? Das heißt ja schon was. Nee, auf jeden Fall gerade ausprobiert, ihr habt es ja gesehen. Aber ja, genau, was ich euch noch zeigen wollte, ist einmal die Geschichte hier, diese Kralle hier, die verlinke ich euch auch mal in der Beschreibung. So, dann habe ich ja hier meinen Nippel, den habe ich gerade schon gepumpt, aber ist ja egal. Einfach hier drücken, zack, und dann hält er ihn nämlich fest. Seht ihr? Das ist nämlich auch eine feine Sache. Den nochmal probieren. Ja, dann machen wir diesen hier mal. Hier unten drunter, der hat auch schon lange keine Liebe mehr gesehen. Ja, ah, zack. Ja. Ja, da seht ihr es. Das ist eine geile Sache. Guck, und der, also das kann ich auch tatsächlich empfehlen, den habe ich auch schon über ein Jahr. Verlinke ich euch unten in der Beschreibung, genauso wie das andere Schmiernippelteil von Makita. Gut, kurzes Video, wie gesagt, zum Thema Fett und so, da scheiden sich ja die Geister. Ja, was nimmst du da für Fett, André? Hast du irgendwelche speziellen? Ne, auch normal Standardfett. Ich habe das andere gerade, habe ich schon gezeigt, das andere von IWTEC, dieses spezielle grüne, das wird flüssig, wenn er so warm wird. Ja. Und das läuft jetzt so wieder raus. Ja, der gibt euch was Wasserabweisendes und säurefrei und was da nicht alles gibt. Aber so für die normalen alten Geräte, ich glaube, die sind froh, wenn überhaupt Fett dran ist. Darum, ja. Na, von daher, ihr hört die Glocken klingeln. In diesem Sinne würde ich sagen, war es das für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren wäre super und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich habe gesehen, das Video ist erst 10 Minuten lang. Das entspricht ja komplett nicht meinen Standards. Deswegen hänge ich noch was dran. Und zwar habe ich hier meinen Haufen Sticker. Die habe ich ja von Christian, von Jan.
Werni, Stahlwerk, Tatortreiniger. Wer kennt den Tatortreiniger? Schotti. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das Ding hat, glaube ich, ja, hat Robert, hat mein Kumpel Robert mir gesponsert. Genauso wie der Ein Herz für Schmutz Sticker. Den finde ich natürlich auch mega cool. Und das Zeug muss ja immer noch an meine Stickerwand. Die wollte ich ja an meine Wall of Fame, so heißt die Wand ja, wollte ich gerne die ganzen Sticker hier dran haben. Nun habe ich ja mal einen Werni-Sticker hier dran gehabt, der ist dann ja wieder abgerollt. Dann habe ich versucht mit dem Heißkleber, deswegen sind die auch scheiß hässlichen Flecken da auch noch, das Ganze dran zu stickern. Das funktioniert aber auch nicht, weil auf dem scheiß Firmazelt hält einfach nichts. Oberfläche zu rau, alles Käse, kannst du vergessen, roll alles wieder ab. Ich habe mit Flüssigkleber, alles geht nicht, keine Chance. Ja, und dann hat Firma Vicon mich kontaktiert und hat gesagt, hör mal Enno, du brauchst was Vernünftiges. Sprühkleber extra stark. Die haben verschiedene Sprühkleberarten da, auch wieder korrigierbar. Die ist da, also für sämtlichen Anwendungszweck haben die alles da. Und den kannst du auch bei Amazon ganz normal kaufen. Und dieser Sprühkleber soll angeblich auch auf porösen Flächen, so wie das halt. Normalerweise macht man den Sprühkleber nur auf der einen Seite drauf. Außer auf solchen groben Flächen, da macht man es auch beidseitig drauf. Also, Firma Vicon, vielen lieben Dank für den Sprühkleber, weil ich hoffe mal, dass das der Schlüssellösung ist für meine Wall of Fame, dass ich jetzt endlich in der Lage bin, da auch die Sticker dran zu kleben. Nun macht das Ganze natürlich das Ganze so ein bisschen komplizierter mit Sprühkleber, weil ich will ja nicht meine ganze Wand einkleistern. Also habe ich mir, ich hatte früher übrigens eine Kunst eine 1, wie man auch vielleicht sieht, habe ich mir ein Loch ausgeschnitten aus einem Stück Pappe. Das ist ungefähr so groß ist wie diese runden Aufkleber. Die sind ja alle in dem komischen, tatsächlich ist das Zufall, die sind in dem gleichen Format. Es ist Christians auch, ne, Christians ist minimal größer, aber sonst grundsätzlich sind die alle im gleichen Format. Außer Jan, der springt wieder aus der Reihe. Und was soll ich jetzt sagen? Genau, da habe ich mir hier die Pappe. Das heißt, so planmäßig war so mein Plan jetzt einfach die Pappe hier dran halten, Sprühkleber drauf sprühen. Dann auf den Sticker hinten den Sprühkleber drauf sprühen. Dann muss man das Ganze ablüften lassen eine gewisse Zeit, bis es keine Fäden mehr zieht, so steht es hier. Und dann drückt man das Ganze fest zusammen und dann sollte es eigentlich funktionieren. Also würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt mal aus. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Fangen wir mal mit dem Stahlwerk-Sticker an. Was meint ihr, weiß oder schwarz? Weiß sieht man besser, ne? Nämlich den weißen. Schwarz sieht eigentlich cooler aus, aber weiß sieht man besser. Das Ganze ordentlich schütteln hier. Und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal hier so, wa? So, guck, das riecht auch jetzt nicht, nö, riecht nicht unangenehm, nicht so ein beißender Geruch oder so. Ich hoffe mal, das reicht schon an Sprühkleber. Das Ganze muss natürlich jetzt noch auf den Sticker drauf. Der Sticker hat ja schon einen Kleber hinten drauf. Ich hoffe mal, dass das jetzt nichts großartig ausmacht. Den lege ich jetzt einfach hier drauf. Ja, den kann man da richtig, richtig schön benetzen. Lässt sich echt sehr gut verarbeiten. Also, bis jetzt. Dann würde ich sagen, hole ich den Sticker da jetzt wieder runter. Ja, ich glaube, ich hole ihn da runter. So, auf der Stelle, wo nichts drauf ist. Dann warten wir jetzt 10 Minuten ungefähr oder ja, so lange, bis es halt keine Fäden mehr zieht und dann probieren wir unser Glück. Junge, Junge, das ging ja fix so. Ich konnte mir noch nicht mal mein Döschen austrinken. Aber das zieht jetzt schon keine Streamen vor allen Dingen, Streamen mehr. Alter. So, und jetzt sind wir mal gespannt. Schön ausrichten. Ja, klebt ihn Mann auf jeden Fall. Guck. Ja, obwohl von den Fingern geht es eigentlich wieder ab. Ja, scheint zu kleben, ne? Ja. Das hat jetzt aber gut, und heute ist auch, was weiß ich, 20 Grad oder so. Das hat jetzt gebraucht, 5 Minuten zum Ablüften. Das war vollkommen in Ordnung. Aber ich natürlich mit meinen Fingerflotzen da jetzt. Achso, kannst du aber abrubbeln. Ja, okay, die Klebereste kannst du noch abrubbeln hier oben. Dann ist ja gut.
Ja, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, mache ich das bei den anderen jetzt auch. Wäre natürlich clever, wenn man hier auch genau wieder über diesen Schandfleck einen drüber nudelt. Macht ja Sinn, ne? Dann soll da auch gerne wieder Verni hin. Das war da ja ursprünglich auch. Also, the same procedure. Ich zeige euch das jetzt einmal mal. Oh. Das lasse ich jetzt abtrocknen wieder. Hab hier wieder mein Erfrischungsgetränk. Und dann klebe ich jetzt einen nach dem anderen auf. Machen wir ein bisschen coole Mucke dabei an. Ich habe noch ein paar Sticker, habe ich ja noch hier. Ja, aber das sieht doch schon ganz cool aus. Wie gesagt, später, das Ziel ist ja, dass die ganze Wand, also es kommt jetzt nicht darauf an, dass das irgendwie symmetrisch ist, die ganze Wand sei ja später voll, mehr oder weniger. Ihr braucht keine Angst haben mit dem Kaminofen. Hier drum zu klebe ich jetzt keine direkt, aber selbst wenn, hier oben drüber, das wird echt lauwarm. Das ist wirklich nicht viel, was das an Wärme hat. Der Sprühkleber steht drauf, ist bis 80 Grad ist der ja, beständig und das wird da oben, das kannst du locker, das wird nur handwarm, das ist wirklich nicht viel. Deswegen, das ist kein Problem. Aber trotzdem klebe ich natürlich nur ja, großflächig hier drum zu, ne? Ist natürlich ganz klar. Deswegen, das kommt mit der symmetrischen Symmetrie nicht an, weil hier kommt noch einer hin, da, zack, hier überall. Ne? Ja, also einen nach dem anderen. Ich habe ein bisschen was zu tun, bis gleich. Ist das nichts? Das hängt alles wunderbar. Er ist ein bisschen schief geworden, aber ihr braucht nicht glauben, dass ihr danach was korrigiert. Ich habe das draufgepappt, habe gesehen, scheiße, schief. Wollt das korrigieren? Alter, du ziehst hier eher den Sticker auseinander, als dass du da irgendwie was korrigieren kannst. Aber das ist dann eben so. Auf jeden Fall klebt hier alles. Ich habe dann zum Schluss die beiden und den Verni habe ich ja noch doppelt gemacht. Und dann habe ich angefangen, bei Jan seinem Sticker nur den Sticker zu kleben, ohne die Wand. Und ohne Witz, das hält sofort. Also das Zeug ist der Hammer. Wo ist denn die Döse? Die Döse? Da, das Zeug. Wenn ihr Sprühkleber braucht, der richtig was kann und männermäßig hält, gönnt euch diesen hier. Ich verlinke euch den in der Beschreibung. Und dann gibt es den auch nochmal als normal, als zahme Version. Auch den verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Also wisst ihr Bescheid. Lohnt sich. Vor allem, ich habe hier nichts gebraucht. Das heißt, ich kann noch entspannt die ganze Wand damit zukleistern. Super, richtig geil. Gut, dann habe ich da jetzt auf jeden Fall erstmal alle Sticker, die ich so habe, dran. Und ja, bei Jan weiß ich jetzt gar nicht, die Bude ist jetzt schon umbenannt oder nicht. Kriege ich jetzt nochmal einen neuen Sticker von dir, weil ich glaube, der heißt jetzt nur neuerdings Onkel Jan und nicht mehr Feldspiele oder Ekels. Aber das wird er mir sicher dann selber noch sagen. Gut, dann darf ich mich ganz zum Schluss nochmal bedanken bei euch. Und zwar unbekannte Zuschauer, ich weiß nicht, wer das war, hat mir Feinmechaniker-Werkzeug spendiert. Und zwar tatsächlich so ein 5-Kilo-Hammer von Volkers. Richtig geil. Alter Schwede. Und ein 1 Meter langer Kuhfuß. Das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Gerade beim Trecker oder was, wenn man da biegen und brechen will. So ein von Rennsteig ist das Ding. So ein Kuhfuß ist echt eine feine Sache. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Sehr, sehr cool. Dann hat mir Tjag Stube diesen Anreiß, ja, wie nennt sich das überhaupt? Anreißnadel, hätte ich auch selber drauf kommen können, diese Anreißnadel spendiert. Richtig cool, kannst du mit um eine Ecke gehen und sowas. Und Tjag schreibt, Moin Enno, ich hoffe, du kannst mit meinem Geschenk was anfangen. Liebe Grüße, Tjag Stube. Tjag, vielen lieben Dank an dich. Richtig geil, kann ich natürlich sehr gut gebrauchen. Gerade Metallarbeiten und sowas stehen in nächster Zeit ja auch massiv an. Wisst ihr Bescheid? Und dann darf ich mich nochmal bei Hannes bedanken. Hannes hat mir nämlich ein Mauspad spendiert. Ja, er hat ja, das ist tatsächlich richtig cool, weil auch zum Schneiden, da brauche ich natürlich so ein Mauspad und das fehlt mir irgendwie immer, so ein vernünftiges Ding. Und da hat Hannes mir eins spendiert. Viel Vergnügen mit deinem Geschenk. Quick and Dirty abgeschickt von Hannes Martens. Vielen lieben Dank euch für die Unterstützung und in diesem Sinne würde ich sagen, beende ich das Video auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Fettpresse ist hier noch am Start. Ich habe, wie gesagt, seitdem nichts wieder damit gemacht. Mir ist nur aufgefallen beim Schneiden, dass das Video ziemlich kurz ist. Und da dachte ich, kann ich das noch mit einbauen. Also in diesem Sinne, alles Gute für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.